bei solchen Turnieren spielen viele junge Spieler. Sie sind hungrig und sie wollen zeigen, was sie können. Tja, und einer dieser hungrigen jungen Spieler, das ist der Bastian Steger. Er sorgte hier für den Paukenschlag. Er bezwang den niederländischen Nationalspieler Danny Heister und spielt in der zweiten Runde gegen Werner Schlager. Schlager, der österreichische Nationalspieler, der bei SVS Niederösterreich auch in der Champions League aktiv ist und dort bravourös spielt, gegen Bastian Steger, der nur in der Regionalliga aktiv ist. Also vom Papier her schon mal ein Riesenunterschied, der hier am Tisch aber nicht deutlich wurde. Mit tollen Bällen aus der Halbdistanz, wie hier diese Topspin-Rückern, schockte er die Favoriten. Und Schlager hatte ganz schön zu kämpfen mit Bastian Steger. Der aber gar nicht wie ein junger Wilder hier spielte, sondern eher mit Übersicht und mit platzierten Topspin-Bällen. Der erst 16-jährige Bastian Steger, für sein Alter schon sehr, sehr abgebrüht, was Platzierung und Spielübersicht angeht. Und Werner Schlager, wie gesagt, ist wirklich ein Top-10-Spieler in der Welt. Die Zuschauer aus dem Häuschen. Steger führt mit 2:1 in den Sätzen. Doch jetzt folgt eine Konzentrationsschwäche bei Bastian Steger, der eigentlich schon hier die Weichen zum Sieg gestellt hat. Er hat 14:11 noch geführt und 2:1 und jetzt 13:14 in der Spielstand. Ausgleich zum 14:2 durch einen direkten Aufschlagpunkt. Auszeit von Bastian Steger angezeigt und Mario Amisic wird sie wieder kommentieren. Ich habe das schon verfolgt letztes Herbst. Das war bei Swedish Open genauso. Und meine Meinung, das möchte vielleicht kürzer sein. Also eine Minute ist ziemlich lang. Und andere Seite vielleicht nicht pro Spiel, vielleicht pro Satz. Und da werde ich ein bisschen mehr sehen, weil manchmal Trainer sehen Dinge, dass die Spieler vielleicht merken nicht im Laufe des Spiels. Und vielleicht einmal oder zweimal pro Satz, aber kurz, vielleicht 15 Sekunden Pause, das wäre vielleicht sinnvoller als eine Minute nur einmal pro ganze Match. Ja, liebe Zuschauer, das weiße Blatt bedeutet Auszeit und der Schiedsrichter legt es auf die Tischhälfte von Bastian Steger, weil er die Auszeit beantragt hat. Allerdings kann auch Werner Schlager nützliche Tipps von seinem Coach erhalten. 15:17 im vierten Durchgang für Bastian Steger. Und hier eine lange Rallye, aber Steger macht den Fehler. Der Punkt für Werner Schlager. Eine ganz entscheidende Phase. 19:18 führt der Österreicher. Fantastisch. 19 beide. Diesen Vorhandschussflip von Schlager noch geblockt und den Punkt gemacht. 19 beide und jetzt natürlich das Nervenkostüm des Österreichers hier ein wenig aufgebracht. 19 beide. Schlager macht den Punkt in 20:19 und er ist ja wirklich ein Profi, der hierher fährt, um viel Geld mit nach Österreich zu nehmen und nicht in der ersten Runde vor der zweiten Runde zu scheitern. Er gehört zum erweiterten Favoritenkreis und hat hier Satzball.
und macht den Punkt. Bastian Steger ärgert sich, er verliert das Spiel in 5 Sätzen. Wir hören Richard Pause.